Dass sich ehemalige Klassenstufen treffen, ist sicherlich nicht ungewöhnlich. Doch Schüler mehrerer Jahrgänge zusammenzubekommen, die den gleichen Lehrer hatten, ist dann schon etwas Besonderes. Umso mehr, wenn dieser Lehrer 26 Jahre lang Schüler auf ihrem Weg begleitete und prägte. Alois Freiberger erlebt jetzt mit 85 Jahren etwas ganz Besonderes. 40 seiner Schüler im Fotografenhandwerk haben ihrem ehemaligen Lehrer eine Ausstellung gewidmet. Fotolehrer, Fotoschüler heißt sie und ist eine Hommage an Alois Freiberger, die bis zum 31. August im Landesmuseum Koblenz gezeigt wird. Dabei führte der berufliche Werdegang des Mannes, um den sich alles dreht, nicht geradlinig ins Fotografenhandwerk. Ich hatte immer fotografiert, dann habe ich mal aus Dollerei, hat mir jemand gesagt, Mensch, dann mach doch mal die Laborantenprüfung. Und die habe ich auf Anhieb mit sehr gut in Theorie und gut plus in der Praxis gemacht. Und ich habe nebenbei an der Berufsschule unterrichtet und eines Tages kam der Direktor zu mir und sagte, ich habe gesehen, Sie haben ja die Laborantenprüfung, wollen Sie nicht die Laborantinnen unterrichten? Da habe ich ja gesagt und ich habe das nie bereut. Dann kamen die Fotografen dazu, da musste ich auch noch eine Fotografenlehre machen. Die habe ich bei Herrn Baumann in Hürgrenshausen gemacht und dann auch später noch die Meisterprüfung in diesem Fach. Und ich war immer glücklich in diesem Beruf. Dieses Glücklichsein und hohe fachliche Ansprüche waren Grundlage für ein außergewöhnliches Ausbildungsengagement, das seine Schüler stets an ihm schätzten, bis zum heutigen Tag. So entstand die Idee für eine Ausstellung, die Initiator Martin Wolf so beschreibt. Das ist eigentlich aus Dankbarkeit an unseren Lehrern, Herrn Freiberger, und als großes Klassentreffen von all denjenigen, die noch Fotostudios im nördlichen Rheinland-Pfalz haben, ungefähr 50 Fotografen, die wir auch alle bei der Vernissage da waren und wir alle schön gefeiert haben mit unserem Lehrer, Herr Freiberger. Der Eröffnung der Ausstellung Fotolehrer, Fotoschüler im Landesmuseum Koblenz ging ein Jahr Vorbereitung voraus, denn die Absolventen verschiedener Jahrgänge zusammenzubekommen war ein Problem, wie auch die Zusammenstellung von Fotografien für die Ausstellung und einen begleitenden Katalog. Lange konnte auch die Geheimhaltung gegenüber Lehrer Alois Freiberger aufrechterhalten werden, der dann irgendwann eingeweiht werden musste. Am Anfang, als wir ihn eingeweiht hatten vor einem Jahr, da hat er es gar nicht so richtig verstanden. Er meinte, eine Ausstellung halt eben seiner Bilder und die könne er doch gar nicht mehr organisieren. Und dann habe ich gesagt, nein, Herr Freiberger, nicht. Ihre Bilder werden wohl auch gezeigt, aber Fotografen, die bei Ihnen gelernt haben, werden die Ausstellung als Gemeinschaftsausstellung machen. Und da war er, hat er gesagt, wenn ich das noch erlebe, habe ich gesagt, Herr Freiberger, das wissen wir nicht. Wir wollen es hoffen, dass Sie es erleben. Wenn sie es nicht erleben soll, wenn sie es erleben, ist es toll. Wenn sie es nicht erleben sollten, ist es eine Hommage posthum. Ich fühle mich ehrlich gesagt von denen geehrt. Ich bin immer gut mit allen Schülern gut klargekommen. Wir hatten das gleiche Hobby, das waren Freunde. Diese Freundschaft hat das Verhältnis zwischen Alois Freiberger und seinen Schülern geprägt und er hat deren Werdegang nie aus den Augen verloren. Und doch gab es beim Wiedersehen eine Überraschung für den 85-Jährigen. Für mich war, dass sie auch älter geworden sind. Nicht nur ich, sondern die auch. Sodass ich einige kaum mehr erkannt habe gegenüber früher. Sehen Sie sich mal den an. Mit seinem Bart und den Wolf mit seinen langen Haaren. Das Wiedersehen in den Ausstellungsräumen der Festung Ehrenbreitstein haben 40 Schüler miterlebt. Dabei wurde nicht nur über die Tage der Ausbildung und die Jahre danach gesprochen. Alois Freiberger hat sich auch Gedanken zur Entwicklung der Fotografie als solches gemacht, die stark geprägt wurde durch den Schritt von der analogen zur digitalen Technik. Was er eher mit einem lachenden oder weinenden Auge sieht? Ich muss sagen, mit einem weinenden Auge. Es ist kein Fotografieren mehr wie früher, sondern es ist nur noch ein Knipsen geworden. Ich mache
30 oder 50 Aufnahmen und dann suche ich zwei aus. Das ist keine Fotografie mehr. Das ist Knipserei. Worte, die nachdenklich machen im Umgang mit Technik und ihren Möglichkeiten, die auch im Mittelpunkt einer Podiumsdiskussion stehen wird. Die Ausstellung ist noch bis zum 31. August im Turm Unbenannt der Festung Ehrenbreitstein zu sehen. Sie wird unterstützt durch die Handwerkskammer Koblenz sowie das Landesmuseum Koblenz, wie auch die Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz. Um den Einsatz modernster Informations- und Kommunikationstechnik ging es auch beim Besuch von Ministerialrätin Angelika Müller beim Handwerk im nördlichen Rheinland-Pfalz. Als Vertreterin des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie informierte sie sich über die regionale Umsetzung des Projektes E-Kompetenznetzwerk für kleine und mittlere Unternehmen. Ziel des Projektes, dass über 38 regionale E-Business-Lotsen flächendeckend bearbeitet wird, ist eine effiziente und zeitnahe Implementierung moderner Informations- und Kommunikationstechnik in Arbeitsabläufen und Unternehmensprozessen. Die Handwerkskammer Koblenz ist eingebunden in das Projekt und unterhält eines der Büros vor Ort, über das Betriebe unterstützt werden. So die Schreinerei Rönnefahrt in Dernau, in der Angelika Müller einen Blick hinter die Kulissen warf und sich Informationen aus erster Hand holte. Ich finde es einfach toll, was die Holzwürmer hier tun. Ich bin ganz begeistert. Es ist eine sehr, sehr hohe Qualität. Und was ich auch sehe, ist, dass das Denken in den modernen Zusammenhängen sich überall darstellt. Also in der IT-Anwendung, in der Nutzung von Software, in der Nutzung von Energie, in der eigenen Befassung mit Klimatisierung. Es ist einfach eine rundherum gelungene strategische Aufstellung eines Handwerksbetriebs. Das ist gar nicht so häufig und ich hoffe, dass sich das viele hier zum Vorbild nehmen. Und auch von der Handwerkskammer Koblenz und ihren Möglichkeiten, Projektinhalte zielgenau zu vermitteln, zeigte sich Angelika Müller begeistert. Ich bin ehrlich gesagt begeistert. Ich habe gesehen, dass es in Koblenz ein ganz tolles Zentrum gibt, wo man wirklich viele Dinge selbst ausprobieren kann. Modernste Labore, wo IT und handwerkliches Tun, klassisches handwerkliches Tun zusammengehen. Das ist einfach die Zukunft, da geht's hin. Beim Aufbau eines bundesweit gesteuerten Projektes kommt der regionalen Anbindung eine entscheidende Rolle zu, die Angelika Müller so beschreibt. Das Bundeswirtschaftsministerium fördert die E-Business-Lotsen, weil wir der Ansicht sind, dass es in Deutschland sehr viele verschiedene regionale Gegebenheiten gibt. Das hat was mit Branchen zu tun, das hat was mit Menschen zu tun, mit Kulturen, mit Handwerk, mit Industrialisierung. Es ist einfach sehr, sehr differenziert. Und das, was man in einer Region tun kann und braucht an moderner IT-Anwendung, trifft in einer anderen Region nicht. Und deswegen haben wir uns entschieden, eine sehr kleinteilige und vielfältige Fördermaßnahme mit insgesamt 38 Lotsen aufzusetzen, die jeweils speziell in ihrer Region zu den bestimmten Themen arbeiten. Die Wechselwirkung zwischen Projektinitiatoren und beteiligten Betrieben stellt sich als ständiger Wissens- und Erfahrungsaustausch dar, was den Unternehmen nicht nur eine Analyse im Prozessmanagement bietet, sondern auch ganz praktische Anwendungsmöglichkeiten aufzeigt. Definitiv. Also uns ist auch gesagt worden, wir bohren auch in Stellen, in Wunden rum, die wehtun oder wo man nicht gerne hinguckt, wo Schwachstellen von uns sind. Und das war der Grund für uns zu sagen, ja, wir wollen da mitmachen, wir möchten uns ja weiterentwickeln und auch weiterkommen. Das ist erst ein Projekt, ein Versuch, wie man mittelständische Unternehmen auf einer Softwarebasis unterstützen kann. Da waren wir der Punkt, um rauszufinden, wo sind Schwachstellen. Wir waren nicht die Einzelschreinereien, es waren noch drei weitere Schreinereien in unterschiedlichen Größenordnungen, die nachher alles in allen ein Sieb geschmissen werden und dann gucken, was gesamt rauskommt, wo Schwachstellen sind, wo man softwaretechnisch nachher angreifen kann. In der Anwendung moderner Software ist Rönnefahrts Schreinerei, die Holzwürmer, sicherlich vorbildlich und schon in der Grundausbildung der Lehrlinge werden entsprechende Programmierungen entwickelt. Insofern ist der Betrieb gut aufgestellt und verbindet mit dem Projekt E-Business-Lotse hervorragende Chancen, sich weiterzuentwickeln, wobei der Handwerkskammer Koblenz als Partner eine wichtige Rolle zukommt.